Hier ist der Hessische Rundfunk mit dem ersten Programm. In Ihrer Wohnung in der Frankfurter Innenstadt ist heute Nachmittag gegen 17 Uhr das 24-jährige Mannequin Rosemarie Dietribit tot aufgefunden worden. Das Mädchen ist vermutlich ermordet worden. Maria Rosalia Auguste Nitribit, genannt Rosemarie, brach mit allen Regeln ihrer Zeit. Ihre Geschichte sollte dem beschaulichen Nachkriegsdeutschland den Atem verschlagen. Frankfurt am Main in den 1950er Jahren. Nach dem Zweiten Weltkrieg entwickelt sich die Stadt zum wirtschaftlichen Mittelpunkt der noch jungen Bundesrepublik. Das war eine Zeit des Aufbruchs. Wir haben alle aufgelebt. Man hat gemerkt, das Wirtschaftswunder, was damals noch gar nicht Wirtschaftswunder hieß, das machte sich breit. Frankfurt war eine sehr, sehr lebendige Stadt, war eine Stadt, in der es einen großen Schwarzmarkt gegeben hat, in der es Subkulturen gegeben hat, in der das Nachtleben sehr, sehr schnell blühte. Wir jungen Leute, wir waren Stammgäste im Café Rumpelmeier, hat jeder Frankfurter gekannt. Da haben wir dann getanzt und sind sozusagen auch ein bisschen auf Männerbeute gegangen. Ja? Ja. Und da hat man sie des Öfteren gesehen. Ja, mit dem großen Hut immer und war immer totschick. Die elegante Dame nennt sich Rebecca. In Wahrheit heißt sie Rosemarie Nitribit. Sie verdient ihr Geld als sogenanntes Mannequin. Tatsächlich schläft sie für Geld mit Männern. Ein Tabu in der muffigen Adenauer-Ära der 50er Jahre. Und doch genießt sie ein gewisses Renommee. Es war eine Sensation für Frankfurt. Sie hatte so einen Hauch von Luxus natürlich, ne? Und so eine klammheimliche Faszination hatten wir alle. Guck mal, wie die aussieht. Mit einem schwarzen Luxus-Cabrio und einem weißen Pudel geht Rosemarie Nitribit öffentlich auf Kundenfang und ist damals vor allem eines, eine Provokation. Das Auto war der Köder für alle. Und es gibt die schöne Geschichte, dass eine Dame der besseren Frankfurter Gesellschaft, die dasselbe Auto hatte, dass sie das Auto verkauft hat, weil sie sich damit nicht mehr sehen lassen konnte. Dieses Auto stand für Prostitution. Diese Frau in dem Mercedes, in dem 190er Coupé zu erhaschen. Sie hat dieses Auto als ein Teil ihrer Akquise eingesetzt. Sie sah andere schicke Autos rund in den Frankfurter Hof. Sie ist geschickt darin, Aufmerksamkeit auf sich zu lenken. Die zahlungskräftigen Gäste der Edelhotels schätzen die Dienste der Rosi. Eine Nacht mit ihr heftet man sich wie eine Trophäe ans Revers. Doch zur echten Ikone avanciert sie erst nach ihrem Tod. Am 1. November 1957 wundert sich Rosemaries Haushaltshilfe Erna Krüger, dass Brötchenlieferungen von mehreren Tagen vor der Wohnung liegen. Als die Polizei die Wohnung öffnet, schlägt ihr fauliger Geruch entgegen. Er kommt aus dem Wohnzimmer. Dort liegt die junge Frau, aufgedunsen und leicht verwest. Hier ist der Hessische Rundfunk mit dem ersten Programm. In ihrer Wohnung in der Frankfurter Innenstadt ist heute Nachmittag gegen 17 Uhr das 24-jährige Mannequin Rosemarie Nitribit tot aufgefunden worden. Das Mädchen ist vermutlich ermordet worden.
Die stadtbekannte Prostituierte stirbt im Alter von nur 24 Jahren. Sicher ist nur, der Tatort war das Wohnzimmer des Opfers. Was kann man heute noch aus einer solchen Skizze ablesen? Also auffällig ist sicherlich die Lage der Toten. Das Opfer liegt auf dem Rücken, ein Bein befindet sich auf der Couch, das andere ist unter der Couch. Einige Dinge liegen nicht an ihrem Platz. Das Telefon zum Beispiel befindet sich unten auf dem Boden. Dann ist ein Kissen runtergefallen oder runtergezogen worden. Und wir finden hier ein paar Glasscherben auf dem Fußboden. Das heißt, es muss eine handfeste Auseinandersetzung gegeben haben. Ich würde sogar sagen, einen Kampf. Es gibt Blutspuren, und zwar einmal auf dem Kissen. Hier ist noch ein weiteres Kissen gewesen, ein Couchkissen mit Blümchenmuster, das beidseitig Blutspuren aufweist. Auf der Lehne befinden sich Blutspuren, auch auf dem Telefonhörer, auf der Oberseite eine Blutwischspur. Und dann haben wir hier auf dem Fußboden an verschiedenen Stellen auch noch Blutspuren. Außerdem hat die Gerichtsmedizin festgestellt, dass es eine Kopfverletzung gibt, dass es auch Abwehrverletzungen gibt. Und mit diesen Informationen, mit diesen Befunden, können wir die Tat eigentlich recht gut rekonstruieren. Im virtuellen Tatort wird deutlich, wie Rosemarie Nitribitt umgekommen sein muss. Unstrittig, der Mord geschah im Wohnzimmer. Die Unordnung lässt den Schluss zu. Nach einem Streit kam es zu einem Kampf. Rosemarie Nitribitt wollte telefonieren. Vielleicht wollte sie die Polizei rufen. Sie dreht sich zum Telefon. Der Täter wollte unbedingt verhindern, dass sie telefoniert. Es kommt zum Gerangel, es kommt zum Kampf. Es folgt der Schlag mit einem stumpfen Gegenstand. Vielleicht ein Aschenbecher. Die Polizei findet Glasscherben und schließt auf einen Aschenbecher. Von ihm stammt möglicherweise die Verletzung am Kopf der Prostituierten. Genau über der Hinterhauptschuppe, 4,5 mal 1 Zentimeter groß. Rosemarie Nitribitt wurde niedergeschlagen. Gestorben ist sie daran aber nicht. Es wurden Würgemale am Hals gefunden. Fingernageleindrücke und Hautdefekte über dem Kehlkopf. Außerdem Abdrücke auf ihrer Stirn vom Sofabezug. Sie wurde mit dem Gesicht ins Kissen gedrückt. Sie wurde von hinten umklammert und auch von hinten gewürgt. Wie Rosemarie jedoch anschließend in diese Position kam, ein Bein auf der Couch, ein Bein darunter, ist rätselhaft. Hat sie sich noch mal nach hinten gebäumt und ist dann auf den Rücken gefallen? Hat der Täter sie so abgelegt, wie sie später gefunden worden ist? Rätselhaft außerdem, unter dem Kopf liegt ein Frottee-Handtuch. So als wollte jemand ihre Blutung am Kopf stillen. Vielleicht wollte der Täter sie gar nicht umbringen. Vielleicht hat er sie gewürgt, war erschrocken über seine Tat, hat dann von ihr abgelassen. Wollte irgendwie noch helfen, aber es war zu spät. Die meisten Morde sind Beziehungstaten. Mit wem hatte Rosemarie Nitribitt also täglich zu tun? War ein Freier ihr Mörder? Hatte sie vielleicht falsche Freunde? Oder wurde ihr eine Liebschaft zum Verhängnis? Wen Rosemarie Nitribitt vor über 60 Jahren kannte, wird in Wiesbaden offensichtlich. Im Hessischen Staatsarchiv sind sämtliche Akten der Polizei archiviert. Darin die Namen aus Rosemaries Umfeld. Familienmitglieder, Freunde, Nachbarn, Freier. Hunderte Zeugenaussagen, 20.000 Seiten Ermittlungsakten. Die Polizei scheint damals ganze Arbeit geleistet zu haben, um den Mörder der Edelhure zu finden. Der Eindruck täuscht. Das Frauenbild der damaligen Zeit war so von Verachtung geprägt. Frauen hatten züchtig zu sein, die hatten brav zu sein, die hatten abends nicht mehr in Erscheinung zu treten. Und wenn sie es taten, dann waren sie gleich abgestempelt. Das bedeutet, dass dieser verachtende Blick, den die Polizei auf das Opfer hatte,
dass der natürlich alles eingefärbt hat. Die Polizei findet ihre Notizbücher. Darin 60 Namen der Männer, die bei der Prostituierten aus- und eingingen. Einige von ihnen keine Unbekannten. Es war zum Beispiel Harald Quandt, der eine Villa in Bad Homburg hatte und oft Felten machte. Und da sagt man ihm gar nichts Böses nach. Der hatte solche Partys. Da war sie eingeladen. Und von dort ging es dann weiter. Sie lernt Harald von Bohlen und Halbach kennen. Spross der industriellen Dynastie Krupp aus Essen. Mit Stahl wurde die Familie reich, berühmt und mächtig. Und stellt das auf ihre Art zur Schau. Die Villa Hügel in Essen, pompöser Wohnsitz der Familie, ist Symbol für den einflussreichsten Clan Deutschlands. Die ganze Nation schaut ehrfürchtig zu ihm auf. Von Anfang an wurde falsch gemacht, dass natürlich die gesamte Prominenz geschont wurde. Das ist ja ein Signal in die Ermittlungstruppe hinein. Wenn der Boss am Sonntag allein einen von Bullen und Halbach vernimmt und den Rest, Alibi-Prüfung und so weiter, an die Essener Behörde weitergibt, die natürlich zur Krupp-Villa aufschaut. Villa Hügel ist natürlich für jeden kleinen Polizeibeamten im Ruhrgebiet in den Jahren heilig gewesen. Da entsteht ein blinder Fleck. Und dieser blinde Fleck transportiert sich an alle. Schon am Tatort vertuscht die Polizei, welche Prominenten bei der Nitribit aus- und eingingen. Geschenke von Freiern, Fotos und ein Bilderrahmen mit dem Foto von Harald von Bohlen und Halbach verschwinden. Niemand sollte in den prüden 50ern von einem möglichen Tatverdächtigen aus der höheren Gesellschaft erfahren. Leugnen kann Bohlen von Halbach seine Besuche bei der Prostituierten aber nicht. Er kam nicht für schnellen Sex. Harald von Bohlen und Halbach hat mit Rosemarie Nitribit eine Art Liebesbeziehung. Er schickt regelmäßig Briefe und Postkarten. Über ein halbes Jahr lang. Mein liebes Rädchen. Gestern hier angekommen. Ich werde versuchen, den ganzen Nachmittag für dich zu haben. Das wäre schön. Du weißt, wenn ich mir Sorge um dich mache. In Liebe, Harald. In Liebe. Das ist keine Karte von einem Freier. Ein Hafis-Gedicht deiner Brüste, Liebeshügel, sind des Hafis schönster Traum. Wenn er auf den mondscheinblassen Lilienhügeln deiner Brüste eine Nacht nur ruhen dürfte. Harald von Bohlen und Halbach war nicht irgendein Freier von Rosemarie. Die beiden hatten eine Liebesbeziehung. Kann auch so eine Romanze Mord werden? Wenn Männer ihre Intimpartnerin töten, ist es überraschenderweise häufig so, dass diese Männer glauben, diese Frau ganz besonders innig zu lieben. Und daraus schlussfolgern sie, dass diese Frau ihnen gehört. Wenn die Frau sich dem aber widersetzt, dann kann es zu einem Konflikt kommen, der im schlimmsten Fall dann tatsächlich in einem Tötungsdelikt mündet. Hat Harald von Bohlen und Halbach aus Eifersucht getötet? Weil er Rosemarie nicht ganz für sich haben konnte? Dass er mehrfach bei ihr war, kann er nicht leugnen. Die Polizei findet in der Wohnung nicht nur seine Geschenke, sondern auch eine Weinflasche mit Krupp-Signier. Darauf eindeutige Spuren des industriellen Spross. Wäre das Harald von Bohlen und Halbach zuzutrauen? Er ist ein Mensch, der beschrieben wurde als freundlich, höflich, zurückhaltend. Ein Mensch, der sehr angenehm im Umgang war und dem man also prinzipiell eine Gewalttat auch nicht zutrauen würde. Männer, die solche Taten begehen, sind unterschiedlich. Einige sind dominant und aggressiv,
Aber viele von ihnen sind ganz anders. Das sind Menschen, von denen das Umfeld sagt, das war ein ganz friedlicher, ganz liebevoller Mensch. Dem würde ich eine Gewalttat niemals zutrauen. Und dementsprechend kann man nicht aufgrund einer ansonsten friedfertigen Art bei jemandem daher ausschließen, dass er zu so etwas in der Lage wäre. Aussagen von Rosemaries Freundinnen sorgen schon damals für Spekulationen. An sich wird aus Gesprächen, die sie mit Kolleginnen geführt hat, wird schon klar, dass sie immer gespekuliert hat, dass Harald II, den nannte sie so, im Gegensatz zu Harald Quandt als Harald I, dass sie schon darauf spekuliert hat, dort über diese Freundschaft vielleicht in einen sicheren Hafen einzumünden. Rosemaries hehres Ziel ist der soziale Aufstieg. Sie wächst als Pflegekind in einfachen Verhältnissen auf. Mit 11 wird sie vergewaltigt. Mit 13 verkauft sie sich zum ersten Mal an Soldaten. Später wird sie in Heime gesteckt, reist immer wieder aus, bis die Fürsorge das rebellische Mädchen für vorzeitig erwachsen erklärt. In Frankfurt arbeitet sie ehrgeizig daran, ihre einfache Herkunft abzulegen. Sie trägt Maßkleidung, lernt Fremdsprachen und die Regeln der Haute Volée in einem Benimmstudio. Hätte er sie geheiratet? Für jemanden wie ihn in seiner Position war es völlig undenkbar, eine Frau wie Rosemarie zu heiraten. Und das hat er auch genauso klar ausgedrückt. Er hat gesagt, eine solche Heirat sei nur auf dem Mond möglich. Hat die Ablehnung möglicherweise zu einem Streit geführt? Rosemarie könnte ihn auch provoziert haben. Zeitgenossen beschreiben sie durchaus als Person mit Kalkül. Aus Erfahrung berichtet der damalige Rennbaron Fritz Huschke von Hahnstein. Er ist Kunde der Nitribit und trifft sie auch auf den Rennstrecken Deutschlands. In seiner Biografie behauptet er, Rosemarie habe sich als Erpresserin betätigt. Tatsächlich täuscht sie immer wieder Schwangerschaften vor, um von Freiern Geld zu erpressen. Einmal kommt es deshalb sogar zu einem Gerichtsprozess. Ausgeschlossen ist das nicht, aber höchst unwahrscheinlich, wie ein einziges Dokument in den Akten preisgibt. Der hat dem Staatsanwalt einen Brief geschrieben, dass er nicht will, dass hier wieder was vertuscht wird und verschwiegen wird. Er steht dazu, zu seiner Beziehung zu Rosemarie. Und das, finde ich, zeigt wirklich, er hatte ein anderes Frauenbild und er hatte einen anderen Bezug zu allem, was zwischen Männern und Frauen sich abspielt. Die Polizei schließt Harald von Bohlen und Halbach früh als Täter aus. Sie glaubt an Raubmord. Denn die Edelhure verdiente damals so gut wie manch Manager heute. Umgerechnet eine 500.000 Euro pro Jahr in Cash. Und jetzt wird es interessant. Rosemarie Nitribit war nämlich zuletzt ungefähr 2 Monate vor ihrem Tod an dem Bankschließfach, das sie besaß. Und sie hat in der Zeit auch keine Einzahlung auf ihr Konto vorgenommen. Und daraus könnte man schlussfolgern, dass 20.000 Mark in ihrer Wohnung gewesen sein müssten. Gefunden hat man in der Wohnung aber nur 1.350 D-Mark. Die These Raubmord schließt Harald von Bohlen und Halbach aber aus. Der hatte Geld im Überfluss. Doch es gibt noch einen wichtigen Mann im Umfeld von Rosemarie, den wir noch gar nicht näher beleuchtet haben. Den engsten Freund von Rosemarie, der zwielichte Handelsvertreter Heinz Pohlmann. Heinz Christian Pohlmann verkauft für die Dr. Ritter GmbH in Köln erfolgreich Reformprodukte im Rhein-Main-Gebiet. Seit 1955 werden er und Rosemarie häufiger zusammen gesehen, wobei ihre Beziehung eher ein Zweckbündnis zu sein scheint. Für sie führte den Hund aus,
den sie hatte. Für sie kocht er Reisbrei. Er hilft ihr auch mal bei Erledigungen. Er wartet in der Küche, wenn die Nitribit denkt, na, der Kunde, der jetzt kommt, ist mir vielleicht nicht so recht. Da befürchte ich, dass da was passieren konnte. Also Nitribit braucht den Pohlmann auch für besondere Situationen. Und Pohlmann wieder nutzt es, dass er jemand zum Reden hat, mit der er zum Essen gehen kann, mit der er sich auch schmücken kann. Und er nutzt die Nitribit als Alibi-Frau. Heinz Pohlmann ist ein sogenannter 175er, benannt nach dem Paragraphen 175, der Sex zwischen Männern unter Strafe stellt. Pohlmann ist schwul und daher permanent Angriffsziel der Polizei. Warme Brüder werden damals systematisch verfolgt. Der Mann, der die Mordermittlungen gegen Rosemarie Nitribit leitete, war auch in dieser Zeit, Anfang der 50er Jahre, schwer in Frankfurt gegen die Homosexuellen unterwegs. Also Einsätze geleitet hat an den schwulen Treffpunkten der 50er Jahre, wo die Polizei mit mehreren Streifenwagen reingefahren ist, die Menschen erst einmal verhauen worden sind, geprügelt worden sind. Mit Rosemarie an seiner Seite zieht sich Pohlmann offiziell aus der Schusslinie der Strafverfolger und kann sich in der Szene ausleben. In der schwulen Szene war Heinz Pohlmann sicherlich wegen seiner körperlichen Präsenz, ein 2-Meter-Mann, durchaus begehrt. Gleichzeitig war er ein Stückchen gefürchtet, weil er ein relativ körperlich präsenter, brutaler Mensch gewesen ist. Hat ein ganz beträchtliches Vorstrafenregister und ist jemand gewesen, der sich auch ganz gegen seine Freunde oder seine Bekannten hat wenden können, also richtiges Arschloch sein konnte. Pohlmann lebt dauerhaft über seine Verhältnisse. Teure Kleidung, teure Wohnung, ständig neue Autos. Ein Polizist notiert nach einem Gespräch, dass Pohlmann behauptet, nur zu 30% homosexuell veranlagt zu sein. Er würde auch regelmäßig mit Frauen schlafen. Pohlmann ist ein ganzes Stück ein Hochstapler. Pohlmann ist nicht durchgängig konstant mit dem, was er über sich erzählt. Und bei der Polizei fand das vielleicht klug, zu sagen, naja, ich bin ja nur ein bisschen schwul. Das heißt, erst gibt er zu, dass er schwul ist. Dann rudert er wieder zurück. Wie werten Sie diesen Widerspruch? Das Zurückrudern halte ich für eine Schutzbehauptung. In meinen Augen will er einfach verhindern, dass er strafrechtlich verfolgt wird. Ein anderer Aspekt scheint mir noch sehr wichtig zu sein. Pohlmann war immer in akuter Geldnot. Was heißt Geldnot? Geldnot heißt, dass er enorme Außenstände hatte. Insgesamt 21.000 D-Mark. Davon 11.000 D-Mark bei der Ritter GmbH und Co. KG, 10.000 D-Mark bei sonstigen Gläubigern. Und dann hat er auch noch ein Auto bestellt. Kostenpunkt 9.000 D-Mark. Er braucht also dringend Geld. Ja, das braucht er in der Tat dringend. Sein Arbeitgeber hat auch noch mit einer Strafanzeige gedroht. Und das hätte bedeuten können, dass er, weil er noch Bewährung offen hatte, vielleicht wieder in den Knast gewandert wäre. Er musste also dringend handeln. Tatsächlich tilgt Pohlmann einen großen Teil seiner Schulden kurz nach dem Tod von Rosemarie und rückt deshalb als Hauptverdächtiger ins Zentrum der Ermittlungen. Wie hat er sich dazu geäußert? Zum einen hat er gesagt, das Geld würde von einer vermögenden Tante kommen. Dann hat er gesagt, er würde die Ersparnisse, die er gemacht hat, zurückhalten vor seinen Gläubigern. Aber das halte ich alles insgesamt für wenig glaubhaft. Die Polizei schießt sich früh auf Pohlmann ein. Sie ist sicher, er hat Rosemarie Nitribit des Geldes wegen am 29.10.1957 ermordet. Doch der hundertprozentige Nachweis fehlt. Der Todeszeitpunkt ist zunächst unklar, denn die Polizei arbeitet schlampig. Beim Auffinden der Leiche öffnen Polizisten Fenster zum Lüften. So kann der Todeszeitpunkt gerichtsmedizinisch nicht exakt festgestellt werden. Nur eine Ermittlungspanne von vielen. Es sind bis zu 27 Leute in der Tatwohnung gewesen, was also aus heutiger Sicht eher ungewöhnlich ist, weil Spuren verwischt werden. Es waren Journalisten, Reporter im Haus.
Also es war schon teilweise tölpelhaft, wie dort gestartet wurde. Der letzte Tag der Nitribit lässt sich jedoch rekonstruieren. Also um 13 Uhr erscheint Heinz Pohlmann. Er ist erkältet, schwitzt stark und trinkt im Wohnzimmer ein paar Gläser Slivovitz. Um 14 Uhr kommt die Aufwartefrau in die Stiftstraße, Erna Krüger. Es kommt zum Streit zwischen Erna Krüger und Nitribit. Pohlmann sagt aus, dass ein kurzer, heftiger Wortwechsel zwischen den Frauen stattfand. Rosemarie hat Krüger nach ein paar Minuten rausgeworfen. Um 14.45 Uhr erscheint der vermeintlich letzte Kunde bei Rosemarie Nitribit. Während sie einen Freier im Schlafzimmer bedient, verlässt Pohlmann die Wohnung. Nach einer Dreiviertelstunde ist die Kundensitzung beendet. Der Mann raucht in der Küche noch eine Zigarette, während Rosemarie einen Teller Reisbrei isst, den ihr Pohlmann zuvor gekocht hat. Sie plauschen ein wenig. Später erwähnt der Freier bei der Polizei, Rosemarie hätte auf ihn einen fahrigen Eindruck gemacht. Kurz nach 3:30 verlässt auch er die Wohnung der Liebesdienerin. Um ca. 16 Uhr geht Nitribit gemeinsam mit ihrem Pudel zur nahegelegenen Metzgerei, um frische Kalbsleber für den Hund zu kaufen. Um 17 Uhr hat sie einen Termin bei der Autowerkstatt. Dort trifft sie nie ein. Das Auto ist Medium, um sich zur Schau zu stellen. Und das Medium brauche ich jeden Tag. Und es macht für mich überhaupt keinen Sinn, dass man ausgerechnet am 29. Oktober das Auto, das man in der Nacht Motorproblem in die Werkstatt bringt, das könnte man ja auch morgens tun, tut man aber nicht, weil man hätte Verdienstausfall. Es ist also auffällig, dass ich es nicht um 17 Uhr am 29. abholt. Ist Rosemarie Nitribit um 17 Uhr möglicherweise schon tot? Einen Hinweis liefert das Gutachten über ihren Mageninhalt. Die letzte Mahlzeit muss der Reisbrei gewesen sein. Der wird nachher im Magen festgestellt. Die Magenverweildauer ist ca. 1 bis 1,5 Stunden. Nach dieser Rechnung muss Rosemarie Nitribit in einem Zeitfenster von 16.15 Uhr bis 17 Uhr gestorben sein. Kommt Pohlmann für dieses Zeitfenster überhaupt in Frage? Bei der Polizei sagt er aus, dass er nach dem Besuch bei seiner Freundin direkt in seine Wohnung im Röderbergweg 217 gefahren sei. Um 15 Uhr will er dort eingetroffen sein. Er geht dort zunächst zu einer Bekannten, zu einer Nachbarin, anschließend in seine Wohnung und gibt dann an, ein Bad genommen zu haben. Zeugen gibt es nicht. Um 4 Uhr nachmittags will er noch mit seinem Lebensgefährten telefoniert haben. Erst ab 17.30 Uhr gibt es wieder Zeugen, die Pohlmanns Aussagen bestätigen. Eigentlich ab 16 Uhr, 17.20 Uhr, weiß man nicht genau, was Pohlmann eigentlich gemacht hat. Pohlmann hat also für den Todeszeitraum kein stichhaltiges Alibi. Doch konnte er es in diesem kurzen Zeitfenster überhaupt schaffen, in die Stiftstraße zu fahren, seine Freundin Rosemarie umzubringen, das Geld zu stehlen, um dann wieder zurück in seine Wohnung zu fahren? Die mittlere Zeit beträgt etwa 15 bis 16 Minuten von der Stiftstraße 36 bis zum Röderbergweg 217 mit dem Auto, bei jetzigem Verkehr. Damals wäre er wegen des geringeren Verkehrsaufkommens noch schneller gewesen. Nach Abzug der Fahrzeit hätte Pohlmann also eine gute Viertelstunde gehabt, um Rosemarie zu töten. Er muss dann kurz nach 16 Uhr dann mit ihr gemeinsam die Wohnung betreten haben. Dort kommt es zum Disput. Ich vermute mal, er hatte ja ein bisschen Slivovitz getrunken. Also das ist ja noch gar nicht so lange her. Und es ist belegt, also Zeugen sagen, dass er nach dem Genuss von Alkohol leicht cholerisch und gewalttätig wird, dass es dann zur Eskalation gekommen ist. Ich bin aber in diesem Fall fest davon überzeugt, dass Pohlmann geglaubt hat, Nitribit lebt am Ende noch. Nach mehreren Minuten Würgen, die letzten Reaktionen sind Schnappatmung. Und er hat das so interpretiert,
sie lebt noch, legt er das Handtuch unter die Kopfwunde, um die Tat, die man begangen hat, die Handlung irgendwo wieder gut zu machen. Er nimmt noch schnell das Geld, das braucht er ja, und verlässt dann die Wohnung. Diese Rekonstruktion bringt Pohlmann vor Gericht. 3 Jahre nach der Tat. Die Polizei vertraut auf die Indizien, die seine Schuld beweisen und Pohlmann hinter Gitter bringen sollen. Das war wie ein, als hätte man das Präsidium in die Luft gesprengt. Das Schwurgericht verkündet das Urteil. Es lautet im Namen des Volkes. Der Angeklagte Heinz Pohlmann wird freigesprochen. Die Kosten des Verfahrens werden der Staatskasse auferlegt. Und das war ein Tag der Trauer für die ganze Kriminalpolizei. Weil alle überzeugt waren und es heute noch sind, er war's. Tatsächlich gehen die Richter davon aus, dass Pohlmann das Geld der Nitribit geklaut hat. An einem Mörder Pohlmann haben die Richter Zweifel. Und nicht nur die. Denn eine tote Rosemarie hätte ihm nichts genutzt, sagen die Zweifler. In der Regel erschlägt man nicht die Hand, die einen füttert. Und sie war natürlich bei all seinem Schlawinertum rundum, er hat ja überall versucht, Geld zu bekommen, war sie natürlich ein verlässlicher Pol, wobei sie geizig war, sehr geizig. Sie wird ihm nicht viel Geld gegeben haben. Aber immerhin, sie war für ihn nützlich und er für sie eben auch. Aber wer hatte noch Interesse, Rosemarie Nitribit aus dem Weg zu räumen? Haben wir jemanden übersehen? Wer war denn am Tattag noch im Haus oder vielleicht sogar in der Wohnung? Ja, sicher wissen wir das von Pohlmann und Erna Krüger. Die Haushälterin, damals auch Aufwartefrau genannt, liegt schon seit einigen Tagen im Streit mit ihrer Chefin. Beim Putzen hat sie eine wertvolle Vase zerdeppert. Rosemarie ist stinksauer auf Erna Krüger und bezichtigt sie außerdem des Diebstahls. Immer wieder geraten die Frauen aneinander. Die alleinerziehende Mutter lebt in ärmlichen Verhältnissen, braucht den Job bei der Nitribit oder aber zumindest Geld, von dem sie weiß, dass es bündelweise in der Wohnung liegt. Und sie hatte über mehrere Tage Streit mit der Edelprostituierten. War vielleicht Erna Krüger die Mörderin der Nitribit? Ihr Alibi für die Tatzeit ist schwach. Und sie verstrickt sich bei der Polizei in widersprüchliche Aussagen. Einmal will sie gegen 18 Uhr bei Rosemarie gewesen sein, dann kann sie sich wieder nicht so genau erinnern. Sie kam aus ärmlichen Verhältnissen und sie wusste, wo Rosemarie ihr Geld aufbewahrt. Ich bin mir aber nicht sicher, ob diese zierliche Dame in der Lage wäre, Rosemarie zu erwürgen. Beide Damen hatten eine ähnliche Statur. Bei einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen zwei Personen kommt es auch immer so ein bisschen auf das Kräfteverhältnis an. Das heißt also, in der Vorstellung, dass wir einen sehr kräftigen Mann haben und eine zarte Frau, ist natürlich die Gewalteinwirkung leichter möglich, als wenn wir zwei etwa gleich starke Frauen gegenüber haben. Rosemarie hatte eine Kopfverletzung, das wissen wir. Eine Kopfverletzung ist die Folge einer, wie wir sagen, stumpfen Gewalteinwirkung. Dieses könnte dazu geführt haben, dass Rosemarie Nitribit tatsächlich das Bewusstsein verloren hat oder zumindest benommen war. Konnte sie sich deshalb vielleicht nicht wehren? Möglicherweise, ausgeschlossen ist das nicht. Und wie viel Kraft genau muss ich aufbringen, um jemanden zu erwürgen? Was für den Würgevorgang entscheidend ist, ist zum Beispiel die Behinderung der Atmung durch ein Zudrücken der Atemwege, das Eindrücken oder Zudrücken der großen Blutgefäße, die rechts und links am Hals sind. Beim Würgevorgang erfordert das Kräfte, die etwa an die 20 Kilogramm heranreichen können, die auch über einen gewissen Zeitraum aufrechterhalten werden müssen, damit die Zirkulation quasi dort zum Erliegen kommt. Ist eine Frau dazu körperlich in der Lage, Atemwege und Blutgefäße über einen längeren Zeitraum mit bloßen Händen zuzudrücken? Damals glaubt die Polizei nicht, dass eine Frau so viel Kraft aufbringen kann. 15 Sekunden. Oh.
Das wird anstrengend. Heute kann ein Handkraftmesser exakt zeigen. 30 Sekunden. Wie kräftig Frauenhände wirklich sind. 60 Sekunden, eine Minute. Können Sie noch weiter? Nee, das ist echt anstrengend. Sie sehen, auch wenn es anstrengend war, aber es ist durchaus in diesem Experiment, muss man ja sagen, möglich, dass eine Frau auch eine solche Kraftaufwendung entwickeln kann. Erna Krüger hätte den Mord körperlich tatsächlich begehen können. Vorausgesetzt, Rosemarie war durch den Schlag auf den Hinterkopf außer Gefecht gesetzt. Doch ein einziger Fakt entlastet Erna Krüger vom Tatverdacht. Die Mordstatistik der Polizei. Frauen töten meistens anders. Die Tat ist anders geplant als beim Mann. Und sie, auch aufgrund ihrer körperlichen Fähigkeiten, würden sie vielleicht jetzt auch gerade in diesem Fall nicht erwürgen. Sie töten jetzt nicht unbedingt so aus Eifersucht im Affekt. Alle Personen, die Rosemarie Nitribit nahestanden, kommen offenbar als Mörder nicht in Frage. Hatte die Nitribit möglicherweise Feinde? Rosemarie hatte keinen Zuhälter, die in der Regel von den Prostituierten Geld verlangen und ihnen dafür Schutz vor Übergriffen gewähren. Sie war selbstständig, verdiente ein Vermögen auf eigene Rechnung und war vor allem eines, eine große Konkurrenz. Vielleicht hatte Rosemarie Nitribit genau das unterschätzt. Genauso wie 9 Jahre später eine andere Frau, Helga Matura. Sie ist die Kopie der Nitribit. Einige Jahre nach dem Mord lockt Helga Matura mit einem schicken Auto Männer für Geld in ihre Wohnung und findet, wie ihre berühmte Vorgängerin, einen grausamen Tod. 17 tödliche Stiche bohren sich 1966 in ihren Körper. Das Tatwerkzeug, möglicherweise ein Pfeifenbesteck. Man muss sich vorstellen, 17 Mal, da gehört schon eine gewisse Energie auch zu. Wenn man dann mal zählt, ja, man würde 17 Mal einstechen auf irgendetwas, das ist schon enorme Energie dahinter. Es wurde in ihrem Nacken eingestochen, aber auch in den Hals, sodass letztendlich eine Lungenembolie und Ausbluten zum Tode führten. Offenbar ahnt Helga Matura, dass ihr etwas zustoßen könnte. Sie vertraut sich Freunden an und hinterlässt Hinweise auf ihren Mörder. Sie hat wenige Tage vorher Besuch von einem Zuhälter bekommen und hat auch geäußert, dass sie Angst hätte. Den Täter findet die Polizei nie. Bei einem Reporter deutet Helga Matura aber an, dass sie von Neidern und Kriminellen bedroht werde. Wen sie damit meint, bleibt im Dunkeln. Ein vereinbartes Treffen mit dem Reporter findet nie statt. Wenn sich jemand wie Rosemarie im Territorium der organisierten Prostitution bewegt, was ist da zu erwarten? Nun, es handelt sich hier ja nicht um Gelegenheitsprostitution. Und das heißt für eine Großstadt, es geht um ein knallhartes Geschäft. Wenn illegale Geschäfte gemacht werden, illegale Gewinne gemacht werden, dann will die Unterwelt natürlich mitspielen. Stammt der Mörder von Rosemarie Nitribit eventuell aus dem Rotlichtmilieu? Wie heute floriert auch schon in den 1950er Jahren die Prostitution in der Frankfurter Innenstadt. Das Milieu war natürlich streng nach den Auflagen und Vorgaben der Männer organisiert. Und die Nitribit hat ihren eigenen Job gemacht. Sie hat sich unabhängig davon gemacht. Aber das ist sozusagen modellhaft für eine selbstständige Frau, eine selbstständige Prostituierte gestanden hat. Das war eigentlich die große Anfechtung für das Milieu, dass sie das so offensiv alleine betrieben hat. Das war auch das wirklich Neue in dieser Zeit. Sicherlich ist die Nitribit damit angeeckt und hört man ihre Freundinnen und Freunde, denen berichtet sie immer wieder davon, dass sie Angst hatte, dass man ihr ihre Art der Prostitution übel nimmt. Rosemarie kennt die Bosse. Namen nennt sie nie. Wenn jemand wie Rosemarie Nitribit dann dort in diesem Terrain plötzlich auftaucht, dann belebt Konkurrenz nicht das Geschäft, sondern es verdirbt es möglicherweise.
Und ein Rotlichtchef kann sich das natürlich nicht gefallen lassen. Hier geht es um Kontrolle und Macht. Laut Zeugen hatte Rosemarie Besuch von einem Mann aus dem Rotlichtmilieu. Die Polizei befragt einige dieser Männer, die im Frankfurter Nachtleben in diversen Etablissements Prostituierte beschäftigen. Da gibt es natürlich im Milieu, das sich da langsam aufbaute, im Bahnhofsviertel, interessierte Kreise, die keine Lust mehr hatten zuzugucken, dass sie auf der obersten Ebene der Kundschaft abgriff. Zumal sie dummerweise kurz vorher im Bahnhofsviertel, nicht in ihrem Revier, versucht hat, Männer aufzugreifen. Und das hat sich natürlich rumgesprochen. Die Kaiserstraße war damals eigentlich tabu für sie. Das war nicht klug von dir, Rosemarie. Denn die Kaiserstraße, die war längst in anderen Händen. Dass vor allem Rosemaries Besucher aus der Halbwelt nicht näher durchleuchtet wird, sei ein großer Fehler gewesen, meinen heutige Beobachter. Ich habe versucht, natürlich diesen Zeugen aus der Akte zu kontaktieren in Frankfurt. Und er hat sofort mit Beschimpfungen, Aggressionen und Drohungen reagiert. Und war aber in seiner Reaktion so überzogen, aggressiv und so auffallend aufgewühlt, dass ich dachte, das wäre möglich aus diesem Milieu. Trat Rosemarie Nitribit dem Milieu gegenüber zu forsch auf? Hat sie ihr selbstbewusstes Auftreten dann möglicherweise mit dem Tod bezahlt? Halten Sie die Theorie, dass der Täter aus dem Rotlichtviertel kommt, für wahrscheinlich? Nach allem, was wir wissen, ist es eine mögliche Variante. Rosemarie Nitribit hatte Angst. Sie wurde vermutlich bedroht. Und sie hat jemanden in die Wohnung gelassen, den sie entweder kannte oder bei dem sie arglos war. Und hat dieser Täter dann auch das Geld genommen? Das halte ich nicht für sehr wahrscheinlich. Es gab ja keine Spuren, die Schränke sind nicht durchwühlt worden. Und jemand, der das Geld genommen hat, so es denn da war, muss von diesem Versteck ja gewusst haben. Ich denke, es könnte gut sein, dass Pohlmann dafür in Frage kommt, dass er nach dem Mord in der Wohnung gewesen ist und das Geld dann an sich genommen hat. Gibt es möglicherweise zwei Täter? Einen, der sie ungewollt umbringt, im Glauben, sie lebt noch, ihr ein Handtuch unter dem blutenden Kopf legt? Und einen Dieb, der das Geld versteckt leert? Die Geschichte der Rosemarie Nitribit wird ein Jahr nach dem Mord zum Blockbuster an den Kinokassen. 8 Millionen Deutsche wollen die junge Nadja Tiller als Edelhure sehen. Die Rolle gibt ihrer Karriere enormen Anschub. Das echte Mädchen Rosemarie jedoch wird zum Star des deutschen Wirtschaftswunders. Am Ende wollte sie nur ihr Glück finden, sozial aufsteigen, auch wenn sie dafür einen Teil von sich verkaufen musste. Mit ihrem bis heute ungeklärten Tod ist sie zur nationalen Berühmtheit geworden. Die elegante Edelhure, deren Markenzeichen ein sportlicher Mercedes und ein kleiner weißer Pudel waren, hat alle überdauert.